Jetzt bin ich hier mit Jürgen und wir werden zwei Korrekturen an der Halswirbelsäule machen. Wir haben festgestellt, dass ein vierter Halswirbel in rechts gedrehter Position blockiert ist und der zweite Halswirbel in links gedrehter Position. Deswegen ist im Moment die Kopfrotation auch zu beiden Seiten schlecht. Dreh den Kopf nochmal nach links kurz bitte und wieder gerade und nach rechts und wieder gerade. Rechts geht ein bisschen besser als links, aber bei beiden Seiten ist die Rotation eingeschränkt und der Kopf muss etwas nach hinten kippen. Wir werden das jetzt hier im Sitzen korrigieren. Wir werden bei diesen Korrekturen ganz wenig Rotation verwenden. Das heißt, im Endeffekt werden wir den Kopf weniger drehen, deutlich weniger drehen, als du das kannst. Deswegen haben wir hier keine Belastung von Blutgefäßen oder Muskeln. Und die Korrektur, die wir machen, wird gerade von hinten nach vorne gehen. Das ist keine Korrektur in die Drehung hinein. Das ist ein großes Problem, dass viele Leute den Kopf sehr stark drehen und zum gedrehten Impuls geben. Wir wollen immer gerade nach vorne gehen. Das ist schonend und effektiv. Kopf ganz gerade halten. Und einmal auf der anderen Seite, jetzt hier zwei. Und halt, das ist eine ganz saubere Geschichte. Es löst sich genau an der Stelle, wo wir es haben wollen. Und der Kopf dreht sich nicht weit, ein bisschen mehr nach hinten annehmen. Perfekt. Dreh den Kopf einmal nach links. Und wieder nach rechts. Geht deutlich leichter, wenn die Muskeln losgelassen haben und das war ein bisschen besser werden. Danke, das war's. Dankeschön.